Jo, willkommen zu diesem kleinen Fly-Video. Es ist aber kein richtiges Video, weil ich nichts machen werde. Ich werde nur ein bisschen talken. Das seht ihr wahrscheinlich auch schon an der Länge. Und zwar geht es eigentlich nur darum, dass ich euch nur informieren wollte, dass ich für immer mit diesem Spiel aufhören werde. Verarscht. Nee, aber momentan fragen wieder viele Leute unter vor allem anderen Videos, was, warum kein Flive mehr kommt oder warum so wenig Flive kommt. Was nicht mal stimmt, weil es kommt ja jede Woche Livestream und davon die Aufzeichnung und das sind mehrere Stunden. Somit ist es technisch gesehen mehr Flive-Material, was momentan kommt, als noch vor einem Jahr Flive-Material kommt, wo ich jeden Tag 15 Minuten Folge, Alter, ich kann nicht reden, gemacht habe. Und deswegen ist es sowieso technisch gesehen Schwachsinn. Aber ja, ich weiß, was ihr meint. Aber da jetzt das Event, also das Pumpkin-Event, ich habe gerade meine letzten beiden weggeworfen, denn das Event ist vorbei, die NPCs wurden direkt aus dem Spiel entfernt, die sind nicht noch eine Woche länger drin gewesen, das heißt, wer noch Pumpkins hat, entweder aufheben oder wegwerfen, also zwei Stück braucht man jetzt nicht aufheben, wer jetzt irgendwie zwei Stacks oder so hat, die würde ich schon aufheben für nächstes Jahr, wenn es denn das Spiel dann noch gibt. Ja, jedenfalls ist es halt einfach so, dass jetzt das Event vorbei war und, oder ist, und das Event halt richtig schlecht war. Es hat keinen Spaß gemacht, weil man halt so ultra viel farmen musste, um dann nichts zu bekommen. Das ist halt einfach nur, das macht halt überhaupt keinen Spaß. Und jetzt, wo gar kein Event ist, ist es halt noch schwieriger, da irgendwas zu finden, wo man halt Videos drüber machen kann. Und immer nur gegengehen und so, habt ihr selbst gesagt, das fuckt euch auch ultra hart ab. Vor allem, wenn ich halt nachts um 1 keine Party findet, das ist halt dann auch mega abfuckt, ohne Party gegenzugehen, wo man dann sowieso schon weiß, okay, da wird safe nichts droppen, maximal mit OP-Luck, vielleicht ein, zwei Sachen, und das sehe ich ja auch ein, und deswegen mache ich das halt nicht, aber dann sollten halt auch nicht die Fragen kommen, ja, was ist mit Flive, oder warum kommt kein Flive, oder warum kommt heute keine Folge, weil das ist ja technisch gesehen Schwachsinn, ja, weil einfach nur wie ich 15 Minuten lang Mobs kill, was einfach nur ultra öde ist, wo ich die ganze Zeit dasselbe sage, weil mir irgendwann auch nichts mehr einfällt. Oder einfach gar nicht, na gut, gar nichts sagen werde ich niemals. Dann labere ich halt 15 Minuten übelst den Bullshit und da weiß ich halt nicht ganz ehrlich, wer will das. Also jetzt war das Spaß, ich meine, da ist doch alles besser, als sich 15 Minuten lang Scheiße anzuhören. Also wenn es nicht mal halbwegs sinnvolle Scheiße ist, sondern einfach nur random irgendein Bullshit. Was nicht mal unbedingt was mit dem Spiel zu tun hat, sondern wo ich einfach nur über irgendwas labere, was technisch gesehen so in dem Zusammenhang niemanden interessiert, wenn man will was über Flive hören, man will Flive sehen, man will über Flive reden oder was über Flive hören, wie gesagt. Von daher ist es Schwachsinn, da dann über irgendwas anderes zu labern. Und deswegen kommen momentan nur Streams. Wobei ich jetzt, wie vorhin schon gesagt, das ist jetzt kein Event, weiß ich gar nicht, was ich am Samstag machen soll, weil bisher habe ich ja jetzt die letzten paar Male immer die Pumpkins gefarmt und dann zumindest ein paar Tries beim RPS gemacht, aber das Problem ist halt jetzt, wo kein Event mehr da ist, dass man jetzt noch weniger machen kann. Und jetzt habe ich halt echt keinen Schimmer, was ich da machen soll. Weil Leveln ist ultra öde. Ja, ich meine, eigentlich müsste ich Leveln, weil ja August, wobei ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt Astria holen werde, aber der Levelbereich ist ja 84 bis 92 oder so, ist ja, oder sogar 96, ach, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kann man irgendwo nachschauen. Jedenfalls ist ja dieser bestimmte Levelbereich da rausgenommen von Event Drops und das ist natürlich ein Problem für mich, aber entweder ich mache es so, ich level jetzt in der Zeit bis zu dem Event, ich glaube es startet erst übernächste Woche, aber ich bin mir nicht sicher, es könnte auch sein, dass es nächste Woche startet, das ist heute im Event, das ist übrigens, wer es noch nicht weiß, zumindest sagen das alle. Genau, da muss ich schauen, wie ich es mache, aber wahrscheinlich werde ich nicht leveln, weil ich müsste mindestens Level 85 erreichen und das ist schon ein bisschen viel ohne XP-Event, ohne Scrolls of Master, wenn man nicht wirklich Bock zu hat, ist das ziemlich viel. Ja. Wenn man Bock drauf hat, dann geht es ziemlich schnell, 8 Level of Master, auf dem Level sind jetzt nicht so viel, aber wenn man halt wirklich jetzt nicht momentan so, also wenn man halt keine Events hat zum nebenbei Farmen und so weiter und so fort, ist es halt echt scheiße, dann einfach nur zu leveln und ultra wenig XP zu bekommen, ja, das ist ultra öde und einfach nur nervig und fuckt halt dann auch ab. Vor allem 8 Level dauert halt schon ein bisschen und ja, genau. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das war's eigentlich, das war das Hauptsächliche. Ich weiß, das habe ich, die Leute, die Streams schon wissen es eh schon, aber anscheinend wissen sie einige noch nicht, weil sonst würden ja solche Sachen nicht mehr kommen. Deswegen wollte ich es einfach nur nochmal sagen. Und jo, eine Sache wird eventuell in 1 bis 2 Wochen noch kommen, eine besondere Sache, die bisher noch gar nicht so kam über Flive, aber das ist noch nicht sicher,
Deswegen kündige ich sie jetzt nicht direkt an. Also ich te könnte technisch gesehen schon fast ein wirkliches Datum nennen, aber mache ich lieber mal nicht, weil eventuell wird es nichts und dann denkt sich auch nur jeder, hey, what the fuck, es kommt ja gar nichts oder so und dann ist es auch wieder Bullshit. Also jo. Aber nur um euch schon mal zu sagen, es sind Sachen in Arbeit oder in Planung oder es kommt ja jetzt wieder ein gescheites Event, wo man wieder mehr spielen kann und jo. Genau. Der Kerl will mein Freund sein. Oh, wie süß. Genau. Jo. Ich will nichts vergessen. Ich will nicht noch ein Video machen müssen. Aber nee. Ansonsten. Ah ja, genau. Was ich gesehen habe im Forum, wurde es mit dem heute im Event noch gar nicht angekündigt. Ne? Aber es ist, glaube ich, schon ziemlich sicher. Ja, aber ich bin mir nicht. Also ich gebe eigentlich nur wieder, was mir andere Leute gesagt haben. Von daher. Keine Ahnung. Verlasst euch nicht drauf. Mir noch ein bisschen Dirty Talk mit dem Kerl hier machen. Und dann. Jo, sehen wir uns. Also das nehme ich jetzt natürlich nicht auf. Und dann sehen wir uns wann wieder? Ja, am Samstag wahrscheinlich im Stream, 20:15 Uhr wie immer. Und bis dahin, macht's gut, haut's rein. Und ciao, ciao.